Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum neuen Video aus der Reihe Kurz und bündig erklärt. Heute geht es um die Funktionsweise des elektrischen Rangierantriebs, auch landläufig Mover genannt. Ich möchte heute meinen Wohnwagen mal aus der Halle rausfahren und auch mal die Reifen ein bisschen bewegen und auch ans Stromnetz anhängen. Da dachte ich, ich mache mal ein kurzes Video, wie so ein Rangierantrieb funktioniert. Vom Grundsatz her gibt es zwei Funktionsweisen, unabhängig vom Hersteller, wer der Hersteller ist. Ich habe jetzt einen Truma Mover XT, das seht ihr ja hier. Das ist ein vollautomatischer Mover, das heißt, er fährt auch elektrisch hier das kleine Rad an den Reifen ran, um diesen zu bewegen. Es gibt auch halbautomatische Mover, die sind ein ganzes Stück günstiger. Da schiebt ihr das kleine Rad wieder über den Hebel, wo ihr umlegen müsst, oder wie so eine Kurbel, wo ihr dran kurbeln müsst, dass das Rad hier ranfährt. Das sind die halbautomatischen Mover. Das funktioniert auch. Ich hatte vorher auch einen halbautomatischen, ist auch kein Thema. Nur bei der Größe meines Wohnwagens habe ich einen größeren Mover gebraucht und diesen hier gab es jetzt nur als vollautomatischen. Das war der Unterschied. Ansonsten müsst ihr bei dem Mover immer darauf achten, welches Gewicht kann der denn bewegen, und das muss zu eurem Wohnwagen passen. Und besser ist es im Zweifel immer ein bisschen Reserve mitzuhaben. Also das wäre so ein kleiner Tipp. Das Anlegen des Rades müsst ihr auch nur auf einer Seite machen, wenn ihr das manuell macht. Weil er macht es dann auch, weil die beiden Antriebe bei den Reifen sind miteinander verbunden. Also das heißt, wenn er hier anlegt, ist es drüben auch gemacht worden. Also da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen, das macht ihr nur einmal, das geht relativ fix. Ja, und jetzt nehmen wir mal den Mover in Betrieb und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich bin jetzt vorne zu meiner Deichsel gewechselt, weil ich muss hier erst noch einen Sicherheitsschalter umlegen. Das zeige ich euch mal gerade. Und zwar, ich nehme euch schon mal kurz mit und zeige euch mal, was ich damit meine. Hier diese blaue Dose. Das ist die Dose, da kommt der normale Stecker ran, der für den normalen Autoanschluss gedacht ist. Das heißt, den stecke ich hier rein, den habe ich jetzt hier eingesteckt. Und erst wenn der hier drin steckt, dann kann ich den Mover in Betrieb nehmen mit der Fernbedienung. Die habe ich hier liegen. Das ist meine Fernbedienung. Da hat jeder Hersteller so ein anderes Modell. Das ist aber auch nicht schlimm. Das kann man. Die Funktionsweise ist relativ identisch immer. Und erst wenn ich den Stecker hier dran habe, kann ich meine Fernbedienung in Betrieb nehmen, dass er nicht noch am Auto hängt und so weiter. Weil wenn ihr mit den Rollen am Reifen losfahrt, ist das Ganze kaputt. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich lege hier neben den Schalter um. Und dann seht ihr hier, ich schalte es mal in die Kamera, so eine grüne Statusleuchte. Ich hoffe, man erkennt die ganz gut. Und mit den beiden, hier die zwei drücken zusammen mehrere Sekunden, fahren die Reifen an. Und hier die zwei fahren sie wieder ab. Also wir wollen sie jetzt anfahren. So, jetzt gucken wir mal nach den Reifen. So, und jetzt gehe ich mal hin und drücke mal die beiden hier zusammen. Dauert ein paar Sekunden. Jetzt kann ich es loslassen und ihr seht jetzt schön hier, wie das Rad hier ranfährt. Da gibt's, da ist vom, das hat mir der Händler angebaut, da gibt es einen Anpressdruck, das wird hier hinten angezeigt. Da ist ein spezieller Anpressdruck, der hier am Reifen anliegen muss, damit sich die Räder auch bewegen. Und irgendwann schaltet er ab, wie jetzt, und dann ist das Ganze passiert. Dann ist er angefahren. So, und jetzt müssen wir halt noch dran denken, ganz wichtig, ihr müsst die Handbremse logischerweise öffnen. Das ist klar. Ich schwenke euch mal mit runter. Hier die Handbremse einmal auf. Der Wohnwagen kann jetzt nicht wegrutschen, weil die kleinen Reifen sind hier an dem Wohnwagen angelegt. Und zwar habe ich hier nur vorwärts und rückwärts. Und zwar kann ich das, wenn ich langsam nach vorne mache, fährt er auch sehr langsam. Wenn ich mehr Gas gebe, fährt er schneller. Das Ganze auch rückwärts. Und ich kann hier oben über das Drehrädchen auch gleichzeitig drehen. Den Wohnwagen in eine Richtung drehen. Auch hier sehr langsam, sehr schnell auf der Stelle. Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist auch schon der große Vorteil des Movers. Ich kann ihn punktgenau manövrieren. Ja, auch über Steigungen nach oben, über Bordsteine drüber. Das ist überhaupt kein Thema. Und deshalb ist ein Mover so interessant. Und viele wählen ihn auch als Sonderausstattung oder lassen sich ihn nachträglich anbauen. Weil es gerade, wenn ich irgendwo eng bin und bräuchte normalerweise 5-6 Leute zum Schieben, ist es natürlich sehr komfortabel, mit einem Mover zu rangieren. Man darf aber auch nicht die Nachteile vergessen, die möchte ich auch erwähnen. Und zwar, so ein Mover kostet auch Geld. Die Einsteigermodelle liegen so bei 1.500 Euro. Nach oben hin sind, glaube ich, wenig Grenzen gesetzt. Es kommt immer darauf an, wie viel, was für einen Wohnwagen habe ich, mit welchem Gesamtgewicht. Und demnach geht es nach dem Mover. Dieser Mover bei mir geht bis 2,3 Tonnen. Die einfacheren Mover gehen bis 1,8 Tonnen und das ist ja für die meisten Wohnwagen schon mal ausreichend. Also,
Das heißt, ich habe den Preis und ich darf nicht vergessen, ich habe auch ein Gewicht. Die Mover wiegen alle so roundabout 30 Kilo. Die habe ich auf jeden Fall. Was ich aber zwingend dazu benötige, ist eine Batterie. Das heißt, habt ihr keine Batterie im Wohnwagen verbaut, braucht ihr auch noch eine Batterie, die auch entsprechend Gewicht mitbringt. Also mit Batterie liegt ihr bestimmt bei 60 Kilo mit Mover. Das heißt, das ist ja keine Schnäppchen und beim Wohnwagen geht es ja immer sehr ums Gewicht. Also das muss man sich dann schon überlegen. Also A, ist es eine Preisfrage und B, ist es eine Gewichtsfrage. Keine Frage ist natürlich, es ist sehr komfortabel, das steht außer Frage. Ja, ansonsten hoffe ich, ich konnte euch mit einem kleinen Video der Funktionsweise etwas weiterhelfen. Gerade die Leute, die sich schon mit auskennen, überlegen, sollte ich mir sowas anbauen oder nicht. Vielleicht war das da eine kleine Hilfestellung. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr über Kommentare, Likes und Abonnements. Ihr dürft mir natürlich auch gerne Fragen in die Kommentare schreiben, die beantworte ich natürlich auch gerne. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.